für die Wirtschaft gehen. So, einen wunderschönen guten Abend. Ich soll euch auch erstmal ganz liebe Grüße von Schwester Susette ausrichten, die mit hierher kommen wollte, aber sie leider aus gesundheitlichen Gründen doch nicht dabei sein kann. Liebe AHA, nun gibt es dich schon 45 Jahre und Schwestern gibt es zwar seit 40 Jahren, aber wir wurden damals in San Francisco gegründet. Nur unsere Zeit in Berlin begann erst nach 20 Jahren. 20 Jahre später, so. Seit diesem Beginn jedoch sind unsere Wege eng miteinander verknüpft und verflochten. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass einige Schwestern in ihrer zivilen Identität Mitglieder der AHA sind. Und natürlich besonders daran, dass die AHA uns auch immer einen Raum, einen wunderbaren Ort für unsere Arbeit bot. Die Räume der AHA beherbergten viele unserer Abendfestern und so manche Noviziatstees. Und die unter euch, die keine Schwesternsprache verstehen, das sind unsere monatlichen Arbeits- und Ausbildungstreffen. Wir arbeiten hier aber nicht nur in Zivil. In Räumen am Meriendamm zum Beispiel fand eine Zeit lang die von Schwester Gabriela initiierte sonntägliche Celluloid-Konvent-Café statt. Wie wir alle wissen, ist diese Schwester sehr filmbegeistert und veranstaltet heute in ihrer Inkarnation als Gabi Tupper die unglaubliche Veranstaltungsreihe Trash Goddess im Film, bei der natürlich wir Schwestern auch schon mal zu Gast waren. Es gab so manche Noviziatsweihen und Schwesternweihen und auch die ein oder andere Investitur, also die feierliche Amtseinsetzung unseres Hohen Rates. Auch zwei Noviziatsprojekte konnten hier durchgeführt werden. Das von Schwester Susette, da haben wir chinesisch Neujahr gefeiert. Und das von Schwester Limon, die über Wochen hinweg den Vorläufer des jetzigen Sonntagscafé mit selbstgebackenen Kuchen und Literaturlesungen veranstaltete. Und ebenfalls bereits zweimal war die AHA Gastgeber für unser Konklave. Das ist ein internationales Schwesterntreffen. 2004 und 2016 luden wir alle Schwestern weltweit nach Berlin ein. Und beide Male hielten wir so manche Konklave-Veranstaltungen in der AHA ab oder besuchten AHA-Veranstaltungen mit KonklaveteilnehmerInnen. Wo war ich denn jetzt? Ich selbst habe das Konklave 2016 miterlebt. Es kamen damals über 70 Schwestern aus anderen deutschen Städten, aus Frankreich, England, Schottland, der Schweiz, Kanada, den USA. Wir durften die AHA für den Kennenlernabend und viele unserer Workshops für das Konklave nutzen. Dafür wird euch unsere Dankbarkeit ewig hinterher schleichen. Auch so manche Veranstaltungen der AHA unterstützten wir Schwestern. Bei der Erotikparty gab es vor allem zu Meriendamm-Zeiten immer wieder Schwesternaktionen und beim warmen Winter bieten die Schwestern noch heute gerne eine Klosterschule an. Und bei Veranstaltungen wie die Silvesterparty oder dem Terrassenfest werden wir Schwestern immer noch gesichtet. Seit es den neuen gemeinnützigen Verein Plattform für queere Subkultur gibt, können wir endlich auch die AHA finanziell unterstützen, was wir mit großer Begeisterung tun. Für diejenigen, die beim Frühjahrsempfang von uns letzte Woche dabei waren, wir haben bereits 500 Euro dem Verein gespendet. Natürlich verstreuen wir immer wieder gerne unsere Segen. Wir haben diese Räume bei der Einweihungsfeier gesegnet und unser Haussegen hängt dort vorne. Und auch das Terrassenfest segnen wir gerne. Deswegen möchte ich jetzt mit einem Segen schließen. Möge die größte Göttin die AHA schützen und behüten. Möge die AHA stets blühen und gedeihen. Mögen sie die Menschen weiter inspirieren und motivieren, ihnen einen Raum für ihre Kreativität und ihren Spieltrieb, aber auch für ihren Austausch, ihre Solidarität und gegenseitige Unterstützung geben. Möge sie dazu beitragen, dass sich unser Geist weitet, sich unsere Herzen öffnen und unsere Lust ewig währt.
Halleluja, Hosiana, Amen, our women, our trans, whatever.